Die Thüringer Kreisstadt Sonneberg. 1800 Menschen folgen dem Aufruf des AfD-nahen Vereins Sonneberg zeigt Gesicht am Montagabend. Der Verein organisiert seit 2 Jahren schon Proteste in der 23.000 Einwohnerstadt. Damals ging es um Corona-Maßnahmen und die Impfpflicht. Nun geht es um Waffenlieferungen an die Ukraine und die Energiekrise. Wir haben eine Energiepolitik, welche heute Unternehmen in die Insolvenz und die Bürger in die Armut treibt. Die herrschende Politikkaste und ein Großteil der Medien unterstützt dabei schädliche Narrative. Im Protest zog offen dabei die bei Reichsbürgern und Rechtsextremen beliebte Würmerflagge. Teilnehmer der angeblich parteifernen Veranstaltung sind auch etliche Vertreter der AfD. In kleinen und mittleren Städten versuche die extreme Rechte so in der Breite anschlussfähig zu sein. Als Organisatoren sehen wir hier viele Akteure der extremen Rechten, die hier auftreten und natürlich Konjunktur nutzen. Wir hatten das mit der sogenannten Flüchtlingskrise, wir hatten das auch mit der Corona-Pandemie, die jetzt emotionalisierte Parolen im Endeffekt anbieten, die Menschen eher ansprechen als das, was die Demokratie anbietet, nämlich ausführliche Erklärungen. Seit Wochen aber stagnieren die Teilnehmerzahlen solcher Proteste, wie sich am Montag auch in der Lutherstadt Wittenberg zeigt. Mit 2700 Teilnehmern kamen weit weniger zusammen als erwartet und das trotz bundesweiter Mobilisierung durch die extreme Rechte. Beobachter sehen darin einen Erfolg der geplanten Entlastungen, warnen zugleich aber vor einer Radikalisierung der Proteste. Wir erleben ja, dass auf diesen Demonstrationen zum Teil Forderungen vorgebracht werden, die mit dem thematischen Anlass der Demonstrationen nichts zu tun haben. Und die Gefahr ist schon in der Tat, dass wir dann in einem Protestkern Menschen beobachten, die sich derartig radikalisieren, dass am Ende des Tages dann eben der Sturz des politischen Systems propagiert wird, auch Gewalt gegenüber Andersdenkenden propagiert wird. In den letzten Wochen brennen wieder Flüchtlingsunterkünfte wie hier in Großströmkendorf in Mecklenburg-Vorpommern sowie im sächsischen Bautzen. Und in Leinefelde in Thüringen verzichtet der Landkreis auf den Ausbau einer Flüchtlingsunterkunft, weil es zuvor anonyme Drohschreiben gab. Eine Form der Radikalisierung, die auch Thema der Innenminister in Erfurt sein wird. Ja, und eingeladen zu diesem Treffen der ostdeutschen Innenministerinnen und Minister hat der thüringische Innenminister Georg Mayer von der SPD. Und mit ihm können wir jetzt sprechen. Schönen guten Morgen nach Friedrichroda. Schönen guten Morgen nach Berlin. Wir haben es gerade im Beitrag ja gesehen. Einer Ihrer Landräte hat wegen 2 Drohschreiben eine Flüchtlingsunterkunft dann doch lieber nicht eingerichtet. Wo blieb die Unterstützung der Landesregierung? Kapituliert Thüringen jetzt vor rechter Hetze? Nein, wir kapitulieren nicht. Und in dem Fall ganz konkret habe ich auch Unterstützung angeboten. Es ging ja auch darum, diese Unterkunft da auch zu schützen mit Hilfe der Polizei. Das hätten wir auch gemacht. Aber der Landrat hat halt die Entscheidung so getroffen, das müssen wir jetzt erstmal akzeptieren. Ihr Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken, der warnt vor der Bildung einer faschistischen Bewegung, vor allem in Ostdeutschland. Welche Tendenzen beobachten Sie? Ja, also ich sehe das auch mit einer gewissen Sorge. Also man darf jetzt nicht dramatisieren, aber man muss das ernst nehmen. Die Demonstrationen in Ostdeutschland sind deutlich größer. Und das hat natürlich auch Gründe. Was uns mit Sorge erfüllt, und deswegen habe ich auch die Kollegen der anderen ostdeutschen Bundesländer mal eingeladen, ist, dass es hier eine Unterwanderung gibt an vielen Orten, eine Instrumentalisierung dieser Demonstrationen durch Rechtsextremisten. Dass demonstriert wird in der Krise, ist völlig normal und gehört zur Demokratie dazu. Aber hier gibt es halt Tendenzen, hier versuchen Rechtsextreme in die Gesellschaft einzusickern, vorzudringen. Entgrenzung nennt man das und das ist das Problem. Weil in der Folge kann es auch zu einer Radikalisierung Einzelner oder sogar von Gruppen kommen. Sie sagen, das ist besonders in Ostdeutschland. Ist es aber nicht das Problem größer und müsste das nicht auch größer angegangen werden als jetzt nur bei den Innenministern der ostdeutschen Länder? Das ist richtig, aber wir sind nun mal für Sicherheit zuständig. Wir sollten zuallererst uns darüber unterhalten, aber natürlich ist das auch ein gesellschaftliches Thema. Schauen Sie, die Situation in Ostdeutschland ist schon eine andere als im Westen. Hier sind die Löhne durchschnittlich geringer. Die Vermögen sind viel geringer als im Westen. Das heißt, eine Krise auszuhalten ist halt einfacher, wenn man Reserven hat, wenn man da auf etwas zurückgreifen kann. Ich glaube, hier sind soziale Themen, die eine Rolle spielen. Aber es geht natürlich auch um das Thema Demokratie an sich. Ja, wie können wir die Demokratie stärken? Wie können wir Einstellungen
aber auch zum Beispiel Verschwörungsmythen, die ja auch auf diesen Demonstrationen verbreitet werden. Wie können wir die zurückdrängen? Wie können wir stärker aufklären? Das ist, wie gesagt, eine gesellschaftliche Aufgabe. Jetzt haben Sie einige Fragen aufgeworfen. Wie fällt denn Ihre Antwort darauf aus? Wie wollen Sie als Politik darauf reagieren? Also die Politik reagiert ja. Ich bin sehr froh, dass die Bundesregierung jetzt ja weitreichende Maßnahmen angekündigt hat. Und das hat schon Wirkung erzielt, aus meiner Sicht. Die Demonstrationen sind jetzt von der Teilnehmerzahl wieder etwas rückläufig. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Insbesondere die sozialen Themen müssen angegangen werden. Aber natürlich, wir als Innenminister müssen uns die Bereiche angucken, wo Radikalisierung droht. Und da müssen wir insbesondere die länderübergreifende Zusammenarbeit weiter intensivieren. Weil das Problem ist ja nicht auf Thüringen beschränkt oder auf die Demonstrationen hier, sondern das ist ja zum Beispiel in Sachsen, Sachsen-Anhalt. Es ist überall so, dass sich hier auch Gruppen herausgebildet haben, die Netzwerke bilden. Und am Ende kann es dazu kommen, dass sich, wie gesagt, es zu Radikalisierung kommt. Die Sprache, die Verrohung auf diesen Demonstrationen, die kann man ja sehen, die kann man hören. Und der Schritt zur Gewalt ist halt gegebenenfalls nicht mehr so weit. Ja. Experten gehen jetzt davon aus, dass unter Umständen eher noch mehr Geflüchtete kommen. Jetzt gab es bei der Ministerpräsidentenkonferenz schon mal Zusagen vom Bund. Aber glauben Sie, dass Sie damit jetzt, sage ich mal, über den Winter kommen? Also ich höre aus der kommunalen Familie eine gewisse Unzufriedenheit. Ich kann das jetzt, wie soll ich sagen, als Innenminister jetzt, ich bin nicht für Migration zuständig, nicht weiter kommentieren. Es ist wichtig, dass der Bund jetzt erstmal unterstützt. Ob das reicht, bleibt mal dahingestellt. Weil es ist schon eine sehr, sehr große Aufgabe, jetzt gerade für die Kommunen, für die Kreise. Hier müssen weiter Unterkünfte beschafft werden, weil die Wohnungen sind jetzt so weitgehend weg. Und wir müssen natürlich auch dafür Sorge tragen, dass diese Unterkünfte geschützt werden, weil wir leider feststellen müssen, dass in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen es schon Angriffe gab. Also hier muss beides zusammenkommen, finanzielle Unterstützung, aber auch natürlich Sicherheit von Seiten der Sicherheitsbehörden. Sagt der Innenminister Thüringens, Georg Mayer von der SPD. Vielen Dank für Ihre Zeit.